So, und da sind wir wieder beim Weltraum-Zombie-Abschießsimulator, in Fachkreisen auch Dead Space 3 genannt. Ganz genau. Hier haben wir letztes Mal aufgehört, unterbrich mich nicht in meiner Anmoderation. Hier haben wir letztes Mal aufgehört. Hier wird gleich ein sehr schwieriges Rätsel auf uns warten. Vermutlich müssen wir leuchtende Kreise auf leuchtende Kreise bewegen, damit am Ende alles leuchtet. Wird sehr schwierig. Okay. Braucht man Gut, wieder so okay, eine. dann machen wir das mal. Diese Tür lässt sich anscheinend noch nicht öffnen. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. So, aktivieren. Hey, wir haben leuchtende Kreise. Leuchtende Kreise, ich bin so gut. Oh, ich habe versagt. Ach so, E aktivieren, damit es Ja, weitergeht. Okay. oder einfach linke Maustaste. Nein, es geht nicht. Natürlich geht das. Nein, es geht nicht. So. Rätsel Wow. gelöst. Uiuiui. Hat Wie sich haben die wir andere das nur Tür auch geschafft? geöffnet? Nein, da müssen wir doch Manu. da muss so eine, da. Guck, guck, guck. Guck. Nee, ich guck da nicht. Nee, will ich nicht. Vielleicht Jetzt ist ist mein die. Sucherbot aber wieder da. Hallo. Ich weiß gar nicht, habe Kennen. ich in der letzten Folge eine Nachricht bekommen? Ja, ein Stück Sucherbot ist zurückgekehrt. Du hast einen Brief bekommen. Ja, ich habe einen Brief bekommen. Sehr schön. So, nee, E, R, ja, E, F, G, P, zurück. So, 3. Guck mal, wenn du jetzt einfach nur rechts drückst, dann zeigt er doch irgendwas an, oder nicht? Ja, richtig, in die Richtung. Der zeigt dir an, in welche Richtung du den Sucherbot loslassen musst. Damit er am Hä? effektivsten sucht. So Bullshit, wenn ich mich drehe, dann wie zeigt er das an? Du musst mit dem leuchtenden Ding auf das piepende Teil. Wenn ich den drehe, dann piept das Teil mit. Kann ich auch auf deinen Bildschirm gucken? Jetzt dreh dich doch mal nach links. Damit das Ding nach geradeaus guckt. Das muss in der Mitte sein, ganz oben. Jetzt loslassen. In die Ja, aber das ist Richtung. genauso wie wenn ich so gucke, da ändert sich nichts dran. Das stimmt doch gar nicht. Jetzt zeigt er in die völlig andere Richtung mit den Pfeilen. So, zeigt er jetzt nach oben. Die Pfeile links und rechts auf deinem Bildschirm symbolisieren das, oh Gott. Bestimmt, hoffentlich ist das richtig, was ich hier erzähle, ansonsten lachen mich alle Leute aus, die das Video anschauen. Ich habe eine Komische kodische Streuung. gefunden. Und Komisch eine im Sinne von Audiobotschaft. seltsam oder im Sinne von witzig? Nicht komisch, konisch. Echt? Ja. Oh. Ey. Jo. Wurde sie erschossen? Hat sie sich selbst erschossen? Ah, hier geht's noch weiter. Was für eine Ansage. So, weiter geht's. Hey, ein Sucherbot. Verriegelt. Durch, aber du hast doch so eine Dings eingesammelt, oder nicht? Wie, was habe ich eingesammelt? Du hast dir doch sowieso so eine Chipkarte eingesammelt. Ist das so? Auch ja. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich da jetzt reinkomme. Jetzt kommen wir. Ja. Ja, hey, hab ich gar nicht so mitbekommen. So, Du dann hast mal selber gesagt, ich los. habe irgendwas eingesagt. Oh. Als wir in der letzten Folge sagten. Wow! Das war doch ein geiler Move, oder nicht? Sehr effektiv. Müsste jetzt. So, ich wollte gerade etwas vorlesen. Und zwar ruf eine optionale Mission. Edwards finden. Diese Nachrichten von Edwards. Ich muss davon ausgehen, dass es Aufzeichnungen sind. Aber was, wenn nicht? Könnte nach all den Jahren wirklich jemand in diesen Schiffen überlebt haben? Wer dieser Edwards auch ist, er scheint etwas zu verbergen.
Da. Was ist das? Ich glaube, da holt sich einer runter. Hört ihr das? Hä? Da holt sich einer einen runter. Jetzt ist er fertig. Wo denn? Ja, weißt du. Da ist es wieder. Aha! Aha! Siehst du das auch? Diesen komischen Freak hier? Hör auf! Ich bin komischen Freak. Du schießt bei mir auf eine Wand, du bist der komische Freak. Okay, alle Zuschauer haben es gesehen, ich bin nicht der komische Freak. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, ich hab mir eine Kugel in den Schädel, aber ich habe hier einer Armee, die das Gegenteil behauptet. Tja, das nehme ich mal mit, würde ich sagen. Anscheinend werden Leute in Stücke zersprengt, die hier lang wollen. Das sollte man auf jeden Fall auf Fußmatten drucken. Wie kommst du darauf? Weil das da unten an der Wand steht. Ich wäre dafür, dass man diesen Spruch auf Fußmatten druckt. Ja, auch nicht schlecht. Was sind das denn für Dinger? Das sind hier, die machen diese komische blaue Energie hier, diese Teile. Ja, das weiß ich. Stase nennt das. Denk das dran, hier sind diese, du siehst diese Teile da? Ja, das mein ich. Schießt doch nicht einfach drauf. Ah, er zündet die jetzt, oder was? Was für ein Arsch. Bei diesem Getöse kommt doch eh 3000 Monster. Wow. Da ist doch schon ein. Denk dran, regelmäßig deine Medipacks zu nutzen. Ja, ich denk dran. Den muss ich jetzt verprügeln, ich habe keine Munition mehr. Also doch, aber ich kann jetzt nicht nachladen. So, was das? Alles gut? Nee, hier kommen noch welche. Ich höre die doch. Ein der Wände muss eine Überbrückung sein, sagt er. Überbrückung. Ist das hier nicht eine Überbrückung? Hallo? Nein, doch nicht. Ich höre hier doch ein. Vielleicht hast du auch Halluzinationen oder läuft unten irgendwo. Da ist er doch. Aua, er hat mich vollgekotzt. Okay. Da kommt gleich noch einer. Wow! Das war knapp. Joa, noch einer. So, gut, haben wir es jetzt so langsam hier mal überstanden? Du kleines Mistvieh. Ich weiß halt nicht, wo diese. Treten wir einfach mal drauf. Die Ammo ist universell, oder? Also die Ammo-Kits, die man aufsammelt. Für alle Waffen? Ich glaube ja. Also ich habe noch nie unterschiedliche Ammo-Kits gesehen. So, ich mach das hier mal. Achso, du. Ah, okay. Ja, ja. Das hin oder überfordert das dein Intellekt? Schnauze jetzt, ich muss mich konzentrieren. Hab's geschafft. Ja, machen wir das mal. Zum Glück sind hier so viele Offiziere. Oh. Gegners! Hier sind Gegner? Ja, ich höre die doch. Ich höre hier ehrlich gesagt keine. Die Musik sagt mir das hier gerade. Ich habe auch keine Musik. Etwas in den Ohren? Ja, Ohrenschmalz! So, lass uns ja jetzt durchgehen. Jetzt höre ich sie auch. Wow, von hinten. Wow, da laufe ich mal nicht rein. Aber er läuft rein und ihm geht's dabei immer noch gut. Ah, da oben. Hier. Ich muss das aufmachen und du musst darauf schießen. Boah. Lass uns doch den erstmal. Ich mach das auf und du schießt drauf. Ich habe keine Munition mehr.
So, hier sind noch Munitionsclip, aber die haben alle nur 5 Schuss. Das ist so optimal. Halt sparsamer mit deinem. Oh, ich liebe ja diese. Wenn er da durchläuft, rennt er stirbt ein. Er. Er rennt runter durch. Bom. Er ist auch ein korrekter Ficker. Sag mal, reicht's mir hier mit dir, du Lump. So, wenn ich Leute verprügel, bleiben nur noch Beine über. Wo ist der Kasten? Da. Na, mach mal. Steh ich dir im Weg? Du stehst im Weg, ja. Immer noch, immer noch, immer noch. Kann man sich immer hier noch? Das sollte ich nicht tun. Verdammt! Hilf mir! Bin in den Dings gerannt? Ja, ich hab mich aus Versehen reingerollt. Schon wieder! Sag mal! Diesmal hab ich ihn aber nicht berührt. Achso, das steht auch noch. Drück Q. Los! Danke. Jetzt drück ich Q. Drück Q. Hab ich doch. Nee, ich doch jetzt. Zum Glück habe ich genug. Was ist das? Kreppband. Ich schieße jetzt mit Kreppband ab. So, was haben wir hier noch Schönes? Das nehmen wir mal mit. Irgendwo sicher, da sicher. Ah, hier ist noch so ein Gerät. Ja, hier, da hinten. Feuer! So, den Stachel nehmen wir mit, wie gesagt. Ich nehme mal das Fass hier mit. Spinde aufmachen. Juhu! Ich hab deinen Stachel, du kannst das Fass nehmen. Ich will immer nicht das Fass nehmen. So, da trete ich da. Superbot wartet in der Bank, sehr schön. Einmal nachladen. Plus ein Clip. Aha, ich kann da nicht mit dem Ding runtergehen, oder was? Achso, nee, hier muss ich drauf drücken. Du endlos dämlich, ne? Schmeiß hier nach und nach unsere alles, was wir gebrauchen können. Warten, bis ich einmal hochgefahren bin und wieder runter. Ach du Scheiße. So, alles gut gegangen, würde ich sagen, ne? Noch mal schön Starspec einsammeln, damit auch alles wieder schön aufgeladen ist. Soll ich einen Hotkey für das Starspec? X. Ja, damit schießt du das ja. Ich meine, um das Starspec einzusammeln. Nö. Wüsste ich jetzt nicht. Oh, falsche Taste. Da wollte ich drücken. Huch, was war denn das jetzt bitte für ein Quicktime-Event? Achso, hier brennt's. Tadam. Mach den Gravitationfluss ein. Oh, eine Bank. Komische Superbot auch gleich mal wieder. Da steht Wohlstreuung. Ja, Streuung. Darum ging es nie. Es ging um komisch und konisch. Das passt das gleich. Was haben wir denn noch für Pläne, die wir bauen können? Du nicht, du hast gar nichts mehr. Aber ich könnte ein Dürrelinier bauen. Na, herzlichen Glückwunsch. Eine aus Valhalla stammende Waffe. Eine aus Valhalla stammende Waffe? Eine Wikingerwaffe? Ernsthaft? Eine erweiterte Maschinenblitzkanone mit hydraulischem Hammer. Ja, damit haben die auch damals geschossen. Wo sind sie? Oh, komm her! Hey! Wo sind sie denn? Ich höre sie doch. Bei mir! Machst du sie fertig oder verlierst du? Natürlich mache ich sie fertig. Was denkst du denn?
Ja, dann brauche ich ja gar nicht. Dann warte ich so lange, bis du oben bist. Jetzt zeigen meine Pfeile in beide Richtungen. Also zur Mitte hin quasi. Ach, dann setz ihn einfach auf den Boden und scheiß drauf. Ah, nein, jetzt bin ich hier durch die Tür gegangen, jetzt kann ich ihn nach dahin zeigen. Sehr gut. Der war weitergegangen. Und die Treppe hier hoch, oder was? Ja. So. Sehr gut. So, la la la, da kommt doch eh einer raus. Oder auch nicht. Aktivieren. Du hast keine Torx-Stange in deinem Inventar. Na, das ist natürlich blöd. Ich glaube, du kannst Torx-Stangen oder Torx-Stangen an der Bank bauen, wenn ich mich recht erinnere. So, ich weiß es aber nicht sicher. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Bank zurück, oder wie? Wieso kann der da eigentlich so durchlaufen? Keine Ahnung, weil er cool ist. Mach das Ding hoch. Na, ich schieß einfach so drauf, auch nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Da, also, ich weiß, dass diese Räume, glaube ich, wo du diese Stangen für brauchst, das sind, glaube ich, so eine Art Bonusräume. Ja, dann lass also uns doch mal in die Bank gehen. Dann gehen wir nochmal schnell zurück. Die ist ja nicht allzu weit weg. Die ist doch hier gleich. Hier wieder runter. Ich möchte da kein Geld drauf setzen. Na, wir gucken einfach. Wenn es nicht so ist, dann lachen alle dich aus. Dann müsste unsere Zeit für heute auch eigentlich bald um sein, wenn ich das richtig... Nein, wir machen den Kack jetzt hier noch fertig. Ja, ja, klar. Den kann man auch wieder. Drängel doch nicht immer so, Mutti! Bau aus Plänwaffen, verbessere Waffen, stelle Verbrauchsartikel her. Da, Torx-Stange aus Wolfram. Kosten 20 Wolfram, 100 Dings. So machen wir doch mal. So, zurück, zurück. Der ist der King. So, dafür habe ich jetzt 100 Altmetall und 20 Wolfram bezahlt. Wenn in dem Raum nichts Gescheites drin ist, dann klatsche ich dich weg. Roll hier mal so ein bisschen rum. Ja, mach mal. Sehr gut. Hallo! Wolfram. Waren schon mal 15 Wolfram, glaube ich, wenn ich das gesehen habe. Munitionsclip. Hier ist ein Upgrade-Platine. Hier haben wir noch einen Munitionsclip, Drehmanschettenmodul, Munitionsklo-Dings, eine Upgrade-Platine, ja gut, ich sage, behaupte jetzt einfach mal, es hat sich gelohnt. Einmal nachladen, einmal Feuerrad. Kannst du das nehmen? Ich kann davon ganz wenig nur nehmen. Wovon? Von den Sachen. Ich konnte alles nehmen, also hier liegt jetzt nichts mehr. Warte, dann will ich aber mal eben, ich will mal eben ganz kurz dann ein paar von... Den will ich. Den. Das ist aber cool. Piu! Hey. Warten. Warte auf Pam. Wo bist du denn jetzt gerade? Die Treppe wieder runtergegangen, ne? Yes! Ich muss auch bei der nächsten Bank einmal gucken. Wir müssten ja theoretisch da auch Sachen in die Bank legen können. Richtig. Aber ich glaube, hier ist ein guter Punkt. Ein guter Punkt, um Tschüss zu sagen. Oder was meinst du? Ich wollte, dass du es sagst, weil jetzt kann ich sagen, oh nein, willst du wirklich schon Schluss machen? Ich komm wieder, keine Frage. Oder wie ging das noch? heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Oder irgendwie so ging das doch. Hab ich recht oder hab ich recht, meine Freunde? Also, wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder in der nächsten Folge Dead Space 3. Bis dann, haut rein.